Habt ihr auch einen alten Hund? Ja, wir haben einen, der wird jetzt demnächst 14 im April. Und wir freuen uns über jeden Tag mit ihm, weil wir haben in der Auslaufgruppe gerade immense Verluste. Im letzten Jahr waren es 5 und im Jahr davor waren es, glaube ich, 3 oder 4 auch. Ich habe da schon mehrere Videos drüber gemacht. Wir haben Sonntag einen unserer Lieblinge verloren. Den Aro, das war ein Labi-Weimaraner-Mix, 9 Jahre, topfit, alles schick, alles super, 18 Uhr abends, umgekippt, liegen geblieben, noch zum Tierarzt, Tumor in der Milz geplatzt, gestorben. Also, genießt jeden Tag, den ihr habt mit euren alten Hunden. Unser, wie gesagt, 14, fast. Wir hätten nie gedacht, dass er so alt wird. Ihr wisst, Labi 10 bis 12 ist so der Mittelwert. Ne? Es gibt so ein paar, die werden auch 13, 14. Aber es ist halt selten. Und wir haben ihn übernommen, habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Er war halt ein Dickerchen, er war ein bisschen krank, hatte so Plattfüße und. Jetzt hat er Arthrose, haben wir die Librella-Spritze, hilft ihm. Ja, also sieht gut aus mit ihm. Ich habe auch Tage, wo ich sagen muss, mein Gott, Dickkopf. Im Alter werden sie halt dickköpfig, sie werden langsamer, sie werden gemütlicher, sie schnüffeln sich mal fest an irgendwas. Und da muss man dann aber auch durch. Ne? Also mir macht das auch keinen Spaß. Echt nicht. Also ich habe wirklich Tage bei, wenn es dann irgendwie richtig schüttet. Heute ist saukalt, wir haben heute minus 10 Grad hier in Berlin. Ja, da hast du dann auch nicht so die Riesenlust, irgendwie 2 Stunden in den Wald zu gehen oder so. Aber hier, Labis, die lieben dieses Wetter. Wir haben hier, ich habe jetzt gerade hier noch die anderen beiden dazu geholt. Das ist die Maggie. Maggie ist ein Parsenrassel, die ist 11 oder fast 11, glaube ich. Dann haben wir noch den Otti. Otti ist auch 10,5, 11. Maggie ist noch fit, die hat mit der Zähne ein bisschen was, aber ansonsten alles schick. Otti ist schon 3-mal von der Schippe gesprungen, der hat eine Immunkrankheit, dem ging es schon mal ganz schlecht, der wurde jetzt operiert. Da haben sie ein paar Zähne rausgenommen, Parodontitis, so eine Geschichten, die gibt es halt im Alter. Aber er ist auch wieder fit. Ne? Und also wie gesagt, genießt jeden Tag, macht was mit denen, parkt die nicht in der Ecke. Ne? Habe ich auch schon ein Video drüber gemacht. Bleibt ruhig mit denen, geht mit denen raus. Ich weiß, dass es schwierig ist. Also es ist alles gemütlicher, es ist alles netter, alles langsamer. Aber man lernt dadurch auch, sich ein bisschen zurückzunehmen. Also ich bin auch nicht so der Typ, der immer, ach und gemütlich und ist nicht meine Welt. Also echt nicht, muss ich wirklich zugeben. Und mit ihm, ja, muss ich halt. Ne? So ist es. Aber es macht ja auch Spaß, weil er nimmt das jetzt gerne an. Ich mache mit ihm so jeden Tag eine kleine Übung. Nicht viel, 10 Minuten. Aber das verlangt er schon. Da will er schon mit. Bei uns im Garten, habt ihr ja auch schon mal gesehen. Da machen wir 10 Minuten hier beim Auslauf. Darf er als Erster rein. Er darf als Erster auf den Platz. Und dann machen wir halt eine kleine Übung. Wir machen ein kleines Spiel, ein bisschen Touch, ein bisschen Slalomlaufen, ein bisschen drehen. Halt was Einfaches, was die älteren Herrschaften noch können. Er kann halt sehr gut suchen, das macht ihm viel Spaß, Labi-like, ne? Futter und sowas machen wir halt. Und das solltet ihr mit den alten Hunden auch tun. Auch fordern, fördern und dann werden sie vielleicht so alt wie unser. Wir hoffen, dass er noch eine Weile macht. Die Tierärztin meint, er ist topfit. Die Arthrose könnte uns halt ein bisschen das Genick brechen. Aber wir hoffen, drückt uns die Daumen, gebt uns ein Like nebenbei, abonniert den Kanal. Wir sehen uns wieder. Tschüss. Ich hoffe, ein bisschen wärmer.